Hallo, hier ist wieder Astrid Fiedler von Image Konkret. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. In diesem Video geht es um die Arbeit mit dem inneren Kind. Wie komme ich dazu, über das innere Kind zu sprechen? In meinen Seminaren, egal ob es um Knicke, Selbstliebetraining oder auch das Auftreten vor Publikum geht, wir kommen immer wieder an bestimmte Grenzen. Und das sind innere Glaubenssätze, die wir haben, innere Hürden, die es zu überwinden gibt und Gefühle, die schwer einzusortieren sind. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so und warum ist das bei fast jedem Menschen gleich? Immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, die anderen sind besser als ich, die anderen haben mehr zu sagen als ich, die anderen stehen irgendwie besser als dich, ich kann es nicht gut und so weiter, was dafür Gedanken sind. Und das eine sind die Glaubenssätze, das andere sind abgetrennte Gefühle. Wie entsteht so etwas, dass wir Gefühle abspalten oder wie ist das entstanden? Ich kann da ganz gut von mir erzählen. Bei uns zu Hause war es früher so, dass wir Wut nicht zeigen durften. Wir durften auch nicht wütend sein. Und wenn wir wütend waren, dann wurden wir auf irgendeine Art und Weise bestraft. Das heißt, ich habe gelernt, wenn ich wütend bin, also wenn ich meiner Wut Ausdruck verleihe, dann werde ich bestraft. Folglich habe ich gelernt, nicht wütend zu sein. Und diese Wut ist aber eine wichtige Energie, denn sie gibt mir auch Kraft. Ich habe im Laufe der letzten Jahre gelernt, diese ganzen abgetrennten Gefühle wieder einzuladen. Und dafür ist die Arbeit mit dem inneren Kind sehr, sehr hilfreich. Was bedeutet das für uns? Also Glaubenssätze wahrzunehmen. Und die können wir wahrnehmen, indem wir, ich habe es schon so oft gesagt, indem wir achtsam sind mit uns, indem wir unser Hintergrundprogramm ein bisschen lauter stellen. Dann hören wir uns vielleicht bestimmte Dinge sagen. Wenn wir uns zum Beispiel nicht trauen, ins Gespräch zu gehen oder wenn wir uns nicht trauen, uns vor Publikum hinzustellen und ein paar Worte zu sagen. Meistens ist es der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich kann nicht vor anderen sprechen oder ich habe sowieso nichts Interessantes zu sagen. Und indem wir diese Sätze immer wiederholen, passiert etwas mit uns. Wir glauben tatsächlich daran, dass es so ist. Und irgendwann in unserer Kindheit wird mal jemand so einen Satz zu uns gesagt haben. Oder wir haben geschlussfolgert, dass dieser Satz auf uns zutrifft. Unsere Aufgabe ist es jetzt, genau das Hintergrundprogramm etwas lauter zu stellen, uns das anzuschauen und wahrzunehmen. Das ist der erste Schritt. Und mit den abgetrennten Gefühlen ist es genau so. Wenn wir jahrelang gelernt haben und uns später selbst gesagt haben, dass bestimmte Gefühle nicht sein dürfen, also bei Frauen in meinem Alter ist es oft so, dass wir nicht wütend sein durften, bei Männern in meinem Alter oder auch ein bisschen jünger ist es gerne so, dass sie nicht traurig sein durften, Trauer nicht zeigen durften. Und Gefühle sind so essentiell, denn sie geben uns Lebenskraft. Sie lassen uns lebendig fühlen. Wenn wir uns abspalten von diesen Gefühlen, spalten wir uns vom Leben ab. So, wie können wir jetzt diese Gefühle einladen? Das ist nicht einfach, denn wenn der Kontakt zu unserem inneren Kind durch eine geschlossene Tür abgetrennt ist, also wenn wir unser inneres Kind immer abgespalten haben von uns selbst, dann braucht das natürlich erstmal Vertrauen. So, wie können wir jetzt Kontakt aufnehmen zu unserem inneren Kind? Stellt euch vor, ihr habt euch jahrelang abgespalten von diesem Teil von euch. Ihr habt die Tür zugemacht und das Kind in einem Raum eingesperrt, weil ihr wolltet es ja nicht sehen. So, was braucht so ein Kind, was immer abgespalten wurde, was eingesperrt wurde in einen dunklen Raum? Es braucht Vertrauen. Das heißt, das Kind muss Vertrauen lernen, dass wenn ihr jetzt die Tür öffnen wollt, dass ihr die Tür nicht gleich wieder zumacht, wenn es sich zeigt. Und das bedeutet, ihr braucht Mut, diese Tür zu öffnen und zu gucken, was verbirgt sich da hinter dieser Tür. Und wenn sich dann ein Gefühl zeigt, wie Angst oder Trauer oder Wut oder wie auch immer, dann ist es an euch, einfach stehen zu bleiben und es wahrzunehmen. Ah, da bist du. Da bist du, Angst.
Ich freue mich, dass du da bist. Und dann darf die Angst einmal da sein und darf sich zeigen. Und im nächsten Schritt wäre es schön, dass ihr sagen könnt, es tut mir so, so sehr leid, dass ich dich so lange nicht wahrnehmen konnte, dass ich immer die Tür zugemacht habe, wenn du dich zeigen wolltest. Bitte verzeih mir, bitte verzeih mir. Und dass ihr euch dann bei dem Kind bedankt, dass es sich jetzt zeigt. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dich zeigst. Und mit diesen Schritten habt ihr schon so viel gewonnen. Ihr könnt dann auch im nächsten Schritt sagen, ich freue mich, dass du da bist. Bitte hilf mir, dass ich es schaffe, die Tür offen zu lassen. Zeig dich, so oft es geht. Und vielleicht nehmt ihr das innere Kind einfach gedanklich auf den Arm und haltet es und seid mit eurem inneren Kind. Ihr müsst es nicht trösten, ihr müsst gar nichts tun. Einfach nur da sein und fühlen. Denn es geht darum, jetzt diese abgespaltenen Gefühle einzuladen und sie einfach da sein zu lassen. Das ist ein großer Schritt und es wird nicht gleich beim ersten Mal funktionieren. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also macht euch auf alles gefasst. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Erfahrung ihr im Umgang damit habt, wie viel Erfahrung ihr damit habt, mit euch selbst zu sein. In jedem Fall braucht es Zeit. Nehmt euch Zeit, wenn ihr merkt, irgendwas fühlt sich komisch an in eurem Bauch und fragt einfach, was ist da los? Fragt euch selbst, was ist da los? Was will sich zeigen? Vielleicht merkt ihr so eine komische Energie in eurem Körper und geht dann einfach in das Gefühl. Geht einfach nur in das Gefühl. Mehr braucht ihr nicht zu tun. Und dann geht es nicht darum, irgendwelche Geschichten dazu zu erzählen, sondern wirklich nur darum zu spüren. Was fühle ich? Wo fühle ich es? Wie fühlt es sich an? Ah, da zieht sich was zusammen. Ist es hart oder weich? Ist es laut oder leise? Was passiert jetzt? Also wirklich in dieser Beobachtung zu sein, in der Beobachtung im Körper zu sein. Und wenn du das häufiger geübt hast, dann geht es irgendwann ganz, ganz schnell. Dann bist du gut in Kontakt mit dir, kannst sofort spüren, ah, das ist Traurigkeit, ah, das ist Wut, ah, das ist dies oder jenes Gefühl. Aber für den Anfang geht es auch darum zu spüren, was ist denn das überhaupt für ein Gefühl? Manchmal ist es hilfreich, sich da Begleitung zu holen in Form einer Gestalttherapie oder vielleicht hast du einen guten Freund oder eine gute Freundin. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, ist manchmal auch eine Gestalttherapie oder ein Workshop erstmal ganz hilfreich. Wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast oder mutig bist, dann kannst du das auch für dich ganz alleine machen. Also wahrnehmen, wahrnehmen, fühlen, spüren ohne Bewertung. Das ist der erste Schritt. Und dafür wünsche ich dir Mut, Vertrauen, dass es gut läuft und einen guten Zugang zu deinem inneren Kind. Und wenn du deine Anteile eingeladen hast, wirst du spüren, das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu mehr Selbstliebe, die eigenen Gefühle wahrnehmen und akzeptieren und annehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du das Gefühl hast, das ist hilfreich für andere, dann teile es sehr gerne in deine Netzwerke. Schreib auch unten gerne in die Kommentare, ob es dir gefallen hat oder nicht. Wenn es dir gefallen hat, schenk mir gerne auch ein Like, freue ich mich sehr drüber. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und ganz viel Forschergeist, um deine Gefühle zu entdecken und sie anzunehmen. Alles Liebe für dich.